Moin, ihr Sonnenscheine. Unbekannte fahren mit Auto in Geschäft am Kudamm. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch mit einem Auto durch die Scheibe eines Geschäfts am Kurfürstendamm in Berlin gefahren. Wie die Polizei dem RBB gesagt hat, ist der genaue Hergang noch unklar. Wie auf Bildern eines RBB-Reporters zu sehen ist, sind die Täter offenbar rückwärts in den Chanel-Laden gefahren. Der Wagen blieb aber im Sicherheitsglas stecken. Ob sie etwas erbeutet haben, ist noch nicht bekannt. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur aktuell 25 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Der heutige Wetterbericht sagt überwiegend sonniges Wetter voraus, mit einer Höchsttemperatur von 31 Grad und einer Tiefsttemperatur von 20 Grad. Sehr schön. Alexa, Wetter für morgen. Hier ist der Wetterbericht für morgen in Berlin, höchstwahrscheinlich vereinzelt sonnig und Gewitter mit einer Höchsttemperatur von 29 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 19 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 26. Juni von Henry Ford: Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Sehr schön. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Kommt gesund durch den Irrsinn und passt auf euch auf. Salü hier aus Berlin.